Den Leuten fällt es auf, wir reden ständig über Scheiße. Egal ob flüssig, fest, braune oder weiße. Sie fragen, ob ich nur über Analsex reden kann. Doch es geht nicht anders. Ich bin der Arschfickmann. Es fing an mit 13 und einer Tube Gleitcreme. Dann braucht man nicht erst lockern, sondern kann ihn gleich reinschieben. Katrin hat geschrien vor Schmerz, mir hat's gefallen. Ich hab gelernt, man kann eine Hand reinschieben und dann weinen. Ich hab experimentiert, yeah. Katrin war schockiert. Sie hat nicht gewusst, dass der Negerdildo auch vibriert. Ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekommen. Seit diesem Tag sing ich den Arschfick-Song und der geht. Und dann kam der erste Rapper, der dachte, er sei besser als jeder von der Sekte. Und als ich dann in ihm steckte, hat er geweint und gesagt, es tut ihm leid. Für ihn war's ne Blamage, für mich ficken in Ekstase. Ich hab ihn langsam reingesteckt und mal mit voller Wucht. Ich bin Rosettenfetischist, es ist Sucht. Ich wollte den Kerl schon, sein Loch war schon ganz blau. Dabei fand ich raus, er konnte blasen wie ne Frau. Aber es ging nicht lange, irgendwie musste er kotzen. Wahrscheinlich lag es an den restlichen Scheißebrocken. Scheißegal, wieder anal, bis ich komm. Ich bin der Arschfick-Mann, das ist der Arschfick-Song und der geht da 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 da.